Wir machen jetzt weiter mit Top 4, Schwerpunktthema Religionsunterricht in der EKM. Wir werden natürlich dadurch, dass der Vormittag sich jetzt zeitlich etwas anders gestaltet, uns auch anpassen. Das wird der Präses wird dann auch noch was vorziehen dann. Aber auf jeden Fall fangen wir jetzt erstmal an mit der Einbringung und dem Impulsreferat Oberkirchenrat Fuhrmann und Team steht hier so schön dann hier. Bruder Fuhrmann, Sie haben erstmal das Wort. Ja, ich habe nur den kurzen Einstieg. Die wichtigen Dinge kommen später. Noch lauter sagt Herr Klemann wieder, ich soll das sozusagen wieder auf Lippenhöhe stellen. Vielen Dank. Sie als Landessynode haben im Herbst 21 beschlossen. Die Landessynode beschließt, dass sich die Landeskirche eingehend mit den aktuellen Herausforderungen des Religionsunterrichts beschäftigt, sich auf allen dafür relevanten Ebenen für den Religionsunterricht einsetzt. Die Folge Ihres Beschlusses ist heute, dass wir das lang geplante Anliegen, eine Bildungssynode zu veranstalten, sozusagen im ersten Schritt dieser Bildungssynode angehen und heute und hier wieder aus Zeitgründen uns beschränken auf den Religionsunterricht. Und dies hat durchaus Sinn, dass wir so beginnen. Es geht in der heutigen Debatte tatsächlich um das Bildungsprofil unserer Kirche und wir konzentrieren uns heute auf ein Segment unseres Bildungsprofils und zwar auf den Religionsunterricht in allen Schulformen. Einleitend dazu können wir nicht über eine Grundsatzfrage hinweggehen. Wie kommt die evangelische Kirche in Mitteldeutschland überhaupt dazu, sich profiliert auf einer Synodaltagung mit diesem Thema zu befassen? Und diese Frage bedarf der Betrachtung in mindestens drei Perspektiven, bei denen ich es in dieser Einleitung belassen werde. Erstens, der Grundauftrag unserer Kirche ist die Kommunikation des Evangeliums. Ich denke, da sind wir uns einig. In diesem Sinne sind wir Kirche für andere im Sinne Bonhoeffers. Und diese Grundaufgabe kann nach Christlein Gretlein in drei Modi des gemeinschaftlichen Feierns, des Helfens zum Leben und des Lernens gefasst werden. Und dabei ist klar, dass die Modi im alltäglichen Leben immer miteinander verbunden leben und gleichzeitig eigenen Logiken und Bezugspunkten folgen. Die Modi selbst sind wiederum in unterschiedlichen Ausdrucksformen lebendig. Und diese Betrachtung kirchlichen Handelns erleichtert es, dass Kirche und Gemeinde in den jeweiligen zeitlichen Kontexten ihr Handeln tatsächlich koordinieren. Und es erleichtert damit eben auch die Entscheidung, wo sind heute unter den aktuellen Bedingungen besondere Herausforderungen, Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Wenn die Verfassung der EKM auch nicht von drei Modi spricht, so wird im Abschnitt der Grundbestimmung formuliert, die evangelische Kirche in Mitteldeutschland bezeugt das Evangelium in Verkündigung, Mission, Seelsorge, Diakonie und Bildung. Als Kirche für andere nimmt sie den ihr aufgegebenen Dienst im öffentlichen Leben wahr. Das ist unsere Verfassung, die interessanterweise auch hier Bonhoeffer wieder aufgreift. Was ist jetzt? Jetzt geht es gleich aus. Kirche unternimmt an dem öffentlichen Bildungsort Schule, Kirche übernimmt an dem öffentlichen Bildungsort Schule einen wesentlichen staatlichen Auftrag. Dieser in der Verfassung Artikel 7 festgelegte Auftrag stellt die Kirche in einen auf die vorbildliche Gesellschaft bezogenen Punkt Bildungsverantwortung mitzutragen. Dies ist von der Notwendigkeit, dass Kirche für sich selbst von der Wiege bis zur Bahre Bildung braucht, abzuheben und zu profilieren. Der Grund für diesen Auftrag ist ein urtheologischer. Nipko, ein prononcierter Religionspädagoge, schreibt, wie Gott selbst seine Schöpfung nicht loslässt, dürfen Christen es auch nicht. Sie müssen sich auf sie einlassen und haben daher auch
das Wohl der Gesellschaft mitzuverantworten. Glaube und Bildung gehören für die Kirche nach innen und außen zusammen und fordern als erstes ihre eigene pädagogische Handlungskompetenz heraus. Dies geschieht nach dem Willen des Gesetzgebers, indem in einer Fächergruppe Ethik und Religion, Wahlpflichtfächer, angeboten wird. Und 1994 hat die EKD-Denkschrift vor dem Hintergrund der Einführung des Religionsunterrichts in den neuen Bundesländern darauf aufmerksam gemacht, dass die beiden Fächer mit ihren je eigenen Profilen in einer Dialogpartnerschaft stehen. Einen fundamentalen Unterschied zwischen beiden Fächern beschreibt auch wiederum Karl Ernst Niebku wie folgt: Ethikunterricht wirft die Frage nach Gott auf. Religionsunterricht stellt die Erfahrung mit Gott und die Beziehung zu Gott in den Mittelpunkt. Es ist auch eine schmerzliche Binse. Die Kirche steht vor aktuell tatsächlich großen Aufgaben, sich der Situation bei schwindender Mitgliedschaft zu stellen und sich neu zu orientieren. Die verschiedenen Aufgaben sind nach ihrer Wertigkeit unter der Fragestellung im aktuellen Kontext zu gewichten. Wie, wo und auf welchem Wege können wir Kirche mit wem sein? Dabei ist die statistische Feststellung, dass die Kirche sich nur noch in einer Minderheit oder darauf zubewegt, Minderheit in einer Gesellschaft zu sein und nur noch eine Minderheit repräsentiert, zunächst auf der inhaltlichen Ebene vollkommen nachrangig. Plurale Gesellschaften im 21. Jahrhundert sind immer Gesellschaften von Minderheiten. Die Aussage, eine Mehrheit oder gar das Volk zu repräsentieren, unterliegt in pluralistischen Gesellschaften einer kaum zu erfüllenden Beweislast. An dem grundsätzlichen Auftrag der Kirche zur Bildungsmitverantwortung ändert die Kirchenmitgliedschaftsentwicklung ausschließlich etwas auf der strategischen Ebene. Denn der in der Verfassung enthaltene Auftrag hängt gerade nicht davon ab, ob die Kirchen über oder unter 50% der Bevölkerung zu ihren Mitgliedern rechnen können. Dies ist gerade das Missverständnis, als würde der RU zum Ziel haben, Quellströme zur Taufe zu schaffen und somit den Kirchen im Grundgesetz das Recht eingeräumt würde, Mitgliedschaftsgewinnung zu betreiben. Nein, das ist es nicht. Und doch ist die Mitgliederentwicklung in der konzeptionellen Ausrichtung des RU unbedingt zu berücksichtigen. Angesichts der immer weitergehenden Wegweis der religiösen Sozialisation in den Familien muss die Frage beantwortet werden, in welchen gesellschaftlichen Systemen Kirche ihre Bildungsverantwortung überhaupt noch gerecht werden kann. Das sind sicher die Kindergartenstätten und die Horte, aber ebenso die allgemeinen und bildungs- und berufsbildenden Schulen in den Blick zu nehmen. Und es lohnt sich, im nächsten Schritt, dass wir uns der Situation und den Perspektiven des RU im Schuljahr 2022/23 konkret zuwenden. Ja, ich kann ja auch dahin gucken. Ja, liebe Synode, wir nehmen Sie heute mit in die Schule. Und in der Schule würde sowas nicht passieren wie hier, dass sich einfach die große Hofpause verschiebt und wir viel später anfangen. Aber es ist jetzt Freitag schon 11:30. Wir waren gerade auf der großen Hofpause. Die Kleinen sind herumgeflitzt. Die Großen standen und haben gequatscht und ein bisschen geschubst. Ja, genau. Das wollte ich jetzt nicht erzählen, ich wollte nur gute Sachen erzählen. Es riecht in meiner Erinnerung nach Butterbrot oder Leberwurstbrot früher und Gurke und vielleicht eine Tüte Chips, die rumgereicht wird. Ja, und Sie sind vielleicht mit einem flauen Gefühl im Bauch an Schule, an das, was dann noch kommt. Vielleicht sind Sie nicht so richtig gut vorbereitet, haben Ihre Hausaufgaben nicht gemacht oder nur unvollständig gemacht, haben nicht alle Drucksachen so gelesen, wie Sie sollten. Vielleicht haben Sie Schiss, dass
das auffällt, dass es eine Kontrolle gibt. Vielleicht aber sind sie auch ganz entspannt und freuen sich auf das, was kommt. Vielleicht ist es Mathe und da haben sie den Durchblick und der Lehrer ist cool. Vielleicht ist aber auch am Ende dieses Freitags noch Religion und auf dieses Fach freuen sie sich, weil davor brauchen sie keine Angst zu haben. Was denken Sie oder was fühlen Sie, wenn Sie an Schule denken, wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit denken? Wir würden Sie jetzt gerne dazu einladen, sich mit Ihrer Nachbarin, Ihrem Nachbarn, in der Hoffnung, dass Sie den mögen und mit dem gern mal quatschen, dann ist jetzt Zeit für eine kleine Partnerarbeit. Erzählen Sie sich bitte eine gute Erinnerung aus Ihrer Schulzeit. So. Prima, Sie haben sich so genial, liebe Mitschüler da, Sie haben sich so genial in die Schulwirklichkeit eingefühlt, dass Sie noch nicht mal pünktlich auf das Klingelzeichen reagieren. Wunderbar. Sie haben ein bisschen zurückgeschaut, vielleicht mit gemischten Gefühlen auf Ihre eigene Schulzeit, haben vielleicht auch was hervorgekramt, was da besonders schön war. Und wir wollen, warum ist das so wichtig, wenn wir das machen? Weil wir immer mit unseren Voreinstellungen, auch mit dem, was wir nicht gehoben haben, an Themen herangehen. Auch an das Thema der Zukunft des Religionsunterrichts. Wann stellen wir eigentlich die Frage nach der Zukunft des Religionsunterrichts? Jetzt geht der Beamer nicht. Könnt ihr mal ein zweiter machen? Ja, super. Wann schauen wir nach vorn? Wann stellen wir diese Frage nach der Zukunft? Wir stellen sie dann, wenn wir merken, und zwar jetzt merken, dass etwas nicht mehr so selbstverständlich ist, wie wir es bisher erlebt haben, wenn es nicht automatisch so weitergeht, wie wir es bisher gewohnt sind. Dann fangen wir an, nach der Zukunft zu fragen. Und wenn Sie mal so gucken, da sind wir nicht die Einzelnen, die nach der Zukunft fragen. Es gibt ganz viele Bereiche, wo wir neu fragen. Und das ist immer ein Indiz dafür, dass wir in der Gegenwart in Schwierigkeiten sind. Denn die Aussagen zur Zukunft sind letztlich Aussagen zur Gegenwart. Keiner von uns kann jetzt in die Zukunft gucken. Keiner kann sagen, das ist die Zukunft des Religionsunterrichts. Wir können nur von dem, was wir jetzt beobachten, von dem, was wir jetzt wahrnehmen, den Blick vorauswerfen und sagen, so sollte es unserer Meinung nach sein, aufgrund der Erfahrung, die wir jetzt haben. Und in dem Moment, wo wir von der Zukunftsfähigkeit sprechen, dann ist das immer auch eine Problemanzeige, weil wir merken, oho, es geht nicht mehr ganz so weiter, ganz so normal, so selbstverständlich, so automatisch, wie wir es bisher gewohnt sind. Das heißt, bei der Frage der Zukunft des Religionsunterrichts, wenn wir uns der jetzt widmen, dann reden wir nicht allgemein über den Religionsunterricht, was es zu sagen gäbe, sondern wir reden aus unserer Perspektive daraus. Nämlich, was lässt sich aus unserer Warte, nämlich aus der Warte der Synode, der Landessynode, der EKM, zum Religionsunterricht sagen und was für ein Sound, was für ein Background, was für ein Hintergrund begleitet uns eigentlich dabei? Und dabei sind zwei Sachen, die wir im Blick haben. Das eine, und das beschäftigt uns ja schon die ganzen Tage, wir haben Transformation der verfassten Kirche. Das ist eigentlich vom Beginn der Synode bis zum Ende, wird uns das irgendwie wie so ein Grundton mittragen. Und von dem her schauen wir ja auch auf den RU und gleichzeitig haben wir auch Veränderungen im Religionsunterricht. Und wenn Sie sich mal die Zahlen angeschaut haben und die Texte aus der Besuchsreise des Bischofs oder der Bischöfe, dann können Sie ja sehen, was wir da für Entwicklung haben. Und beides kommt jetzt zusammen, wenn wir an dieser Stelle über die Zukunft des Religionsunterrichts in der EKM nachdenken. Beides ist auch aufeinander zu beziehen. Es ist schon bezogen durch die Rechtslage, das hat Christian Fuhrmann ganz zum Anfang uns gezeigt. Artikel 7 Absatz 3 ist immer so der Paradeartikel. Und dann, das ist da festgelegt in den Landesverfassungen, in den Schulgesetzen haben wir genau Ausführungen dazu. Also beides ist aufeinander verwiesen, ist miteinander verbunden, auch durch die Geschichte. Beides kann nicht voneinander getrennt werden, muss aber unterschieden werden. Und jetzt
bitte ich Sie, genau diese Unterscheidungsleistung mitzumachen, dass wir sagen, wir schauen jetzt mal ganz bewusst auf den Religionsunterricht. Und den anderen Sound, den haben wir natürlich mit dabei, ist völlig klar, aber den stellen wir mal ein klein wenig zurück und jetzt lassen wir uns mal darauf ein und wir lassen uns auch darauf ein, mal die ganzen Erfolge zu sehen, die wir in den letzten Jahren haben. Denn so eine Synode, die beschäftigt sich schon lange mit der Thematik. Vor 30 Jahren, 35 Jahren hat es richtig gekracht hier, als es um das Thema Religionsunterricht ging. Da haben sie Entscheidungen getroffen, nicht Sie oder wir, ich bin ja selber Synodaler, die wir hier stehen, aber die vor uns hier in der Synode gewesenen. Und jetzt können wir uns mal die Früchte anschauen, was da passiert ist. Und da ist eine ganze Menge, was richtig gut läuft. Und das hören wir jetzt gleich von Susanne Minkus. Ja, wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Es gibt immer eine unterschiedliche Perspektive auf das Thema. Nicht alles, was wir sagen könnten, sagen wir jetzt. Vieles von dem, was auch noch wichtig ist, finden Sie in diesen Broschüren, die auf Ihren Plätzen liegen und die Sie alle hoffentlich gefunden haben. Sie können das aber auch auf der Seite nachlesen. Also es gibt jetzt ein paar Zahlen und Fakten zur Situation des Religionsunterrichts auf unserem Kirchengebiet. Wöchentlich erreicht der Religionsunterricht ca. 61.000 Schülerinnen und Schüler. Dabei sind jetzt nicht erfasst die Religionsschülerinnen und Schüler, die an freien Schulen sind, weil wir da keine statistischen Zahlen haben. Wir haben nur Zugriff auf die Statistik der Länder und auch nicht die auf dem Gebiet von Sachsen und von Brandenburg. Also es sind noch mehr, will ich damit sagen. Und das ist so, dass das sehen Sie auch bei den Tabellen in der Broschüre, dass die Schülerzahlen steigen, aber die Teilnahmezahlen im Religionsunterricht zurückgehen. Und wir kommen da nachher noch dazu, zu sagen, woran das eben liegt, aber das ist jetzt erstmal ein Fakt. Erfreulich ist nach wie vor die Einrichtung des Religionsunterrichts am Gymnasium. Es gibt, glaube ich, zwei Gymnasien, wo es in diesem Schuljahr keinen Religionsunterricht gibt. Sonst gibt es überall evangelischen Religionsunterricht. Und was eben sehr bedauerlich ist, ist, dass es einen Rückgang gibt an den Grundschulen, da vor allem im ländlichen Raum und auch an den Regelschulen oder den Sekundarschulen in Sachsen-Anhalt. Jetzt gucke ich nochmal auf die Gründe für den Rückgang der Teilnahme am Religionsunterricht. Da muss man sich zwei Zusammenhänge deutlich machen, also mindestens zwei. Der erste Zusammenhang ist, dass es zwischen dem Grad der Einrichtung von Religionsunterricht an einer Schule und dessen Besuch einen Zusammenhang gibt. Da, wo Religionsunterricht einmal eingerichtet wurde, also das bedeutet, dass es dieses Fach in der Stundentafel einer Schule gibt, was eben nicht selbstverständlich ist, da findet er auch weiterhin statt. Also da bricht er nicht zusammen, weil sich niemand anmeldet, sondern da melden sich dann auch immer wieder Schülerinnen und Schüler an. Und ein Fach, was eben nicht angeboten wird in einer Schule, das wird dann auch irgendwann nicht mehr nachgefragt. Darüber wird dann auch kein Bedarf erfasst. Das kann man sich ja irgendwie vorstellen. Und die Schulleitungen sagen dann auch, vielleicht haben das auch schon einige von Ihnen erlebt oder wissen das auch, dass es dann eben einfach keinen Religionsunterricht gibt und dann macht das Kind in der Regel Ethik. Manchmal auch katholische Religion, aber das ist eher selten. Die Intensität eines Faches spielt auch eine Rolle, wenn Religionsunterricht, und das ist auch überwiegend so an Grundschulen im ländlichen Raum, nur einstündig unterrichtet wird, obwohl es eigentlich zweistündig unterrichtet werden müsste, dann ist das Fach in der Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler auch weniger wichtig. Man muss natürlich dazu sagen, dass das jetzt nicht nur Religion betrifft, sondern auch andere kleine Fächer, Musik zum Beispiel oder Sport. Und Ethik ganz oft auch. Ja, und es gibt einen Zusammenhang zwischen der Zahl der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte und der Einrichtung von Religionsunterricht. Das
hat ja gestern Herr Schilling auch schon deutlich gemacht, dass wir gerade, und Sie wissen das alle, das ist in den Medien, der Lehrkräftemangel, der ist gerade so groß, dass das natürlich Auswirkungen hat auch auf den Religionsunterricht. Wenn es keine Lehrkräfte gibt, die das Fach unterrichten können, dann wird auch schulorganisatorisch so geplant, dass das Fach nicht mehr angeboten wird. Und zurzeit ist es so, dass der Lehrkräftemangel, den es ja in fast allen Fächern gibt, der entscheidende Grund ist für den Rückgang der Teilnahme am Religionsunterricht und auch der Rückgang der Einrichtung dieses Faches an vor allem Grundschulen. Diese Zahlen und auch die Zahlen, die Sie noch in der Broschüre finden, die zeigen oder weisen auf die Problemlagen hin. Herr Domsken hat es auch schon gesagt, also das Fach steht vor Herausforderungen. Einfach so weitermachen wie bisher, das geht eigentlich nicht, weil diese strukturellen Rahmenbedingungen so eng werden, dass der Kraftaufwand, dieses Fach zu organisieren und einzurichten, für alle Beteiligten immer größer wird. Und das geht jetzt nicht nur uns so, also auch den Schulbeauftragten, den Kirchenkreisen, sondern das geht natürlich auch den Schulen so. Und das haben wir bei der Besuchsreise auch sehr deutlich gehört und zu spüren bekommen. Gestern waren wir im Ministerium in Erfurt und da hat ein Abteilungsleiter gesagt, wir leben von der Hand in den Mund und wir planen von Monat zu Monat. Also diese Not der Unterrichtsversorgung und auch der Betreuung ist so groß, dass man dem auch gar nicht entgehen kann. All das hat Auswirkungen, wir sind von diesen Entwicklungen abhängig, wir können das nicht alleine bestimmen und wir haben aber auch festgestellt und erleben immer wieder, es gibt Gestaltungsspielräume, die werden vor Schulen, werden in den Schulen auch und vor Ort sehr genutzt. Und es gibt viele Lehrerinnen und Lehrer, die dort einen unglaublichen Dienst leisten. Und das zu erleben, war während der Besuchsreise besonders schön. Ja, wie gehen wir mit diesen Herausforderungen um? Und deshalb sind wir ja heute auch hier. Welchen Stellenwert hat die Begegnung mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen am Lernort Schule für uns als Kirche? Das ist die Frage, die wir gern mit Ihnen heute bewegen wollen. Und jetzt noch mal ganz kurz ein Blick auf die Besuchsreise. Auch das hat Michael Domsken eben schon angedeutet. Vor 30 Jahren gab es heftige Diskussionen, vor allem in der Kirchenprovinz, zum Religionsunterricht. Er wurde in Mitteldeutschland eingeführt vor mehr als 30 Jahren. Vor 20 Jahren hat der damalige Bischof der KPS, Axel Noack, den Religionsunterricht besucht, um zu sehen, wie die Einführung gelungen ist. Diese Idee haben wir aufgegriffen und haben unsere Bischöfe in den Religionsunterricht geschickt, um einfach wahrzunehmen, was dort ist, eine wertschätzende Bestandsaufnahme. Wir haben uns die Pilotprojekte zum konfessionell-kooperativen Religionsunterricht angeguckt. Und es gab viele Gespräche mit Schülerinnen, Schülern, Lehrern, Schulleitungen. Ja, und ein kleinen Ausschnitt aus einem Besuch in einer Grundschule in Miestem, den zeigen wir Ihnen jetzt. Wir erleben dort Frau Finger, das ist eine staatliche Religionslehrerin, die auch schon vor 20 Jahren bei der Besuchsreise dabei war. Nachher in den Arbeitsgruppen sehen Sie noch weitere Ausschnitte. Kann mal jemand auf Start drücken? Hey, hello, bonjour, guten Tag. Wie schick die Flieger, Bischof. Ja. Was habt ihr denn da unten gesehen? Ich habe ein Kind im Bett liegen sehen. Ich habe ein Kind im Rollstuhl gesehen.
Ja, schaut mal, und ihr habt euch gewundert, warum ich die Bilder nicht größer gemacht habe, ne? Ja, aber es ist so, Kinder, kleine Kinder, kranke Leute, arme Leute, die sieht man nicht einfach, wenn man in einem Palast wohnt. Und so ist zum Beispiel Jesus auch zu Menschen gegangen. Er hat sie besucht, ne? Die krank waren, Hilfe brauchten. Und manchmal hat er sogar Menschen gesehen, die auf einem Baum sitzen und sich manchmal verstecken. Da sitzt der kleine Mann vom Zoll, da sitzt er hoch und kühn. Ich würde Religion nehmen, weil man hier Musik machen kann und dass man was von der früheren Zeit erfährt. Man kann da sehr viel lernen und man redet auch über anderen Heimaten. Ich würde Religion empfehlen, weil du den Unterricht machst und ich vertraue dir halt. Oh. Ja, die Wahrnehmungen aus der Besuchsreise, aber natürlich auch unsere Arbeit im Alltag, im Schulalltag, die haben uns zu drei Erkenntnissen oder drei Ableitungen, haben wir das jetzt genannt, geführt, die wir heute in drei, also nicht in drei, aber in drei thematischen Arbeitsgruppen mit Ihnen besprechen, bereden, diskutieren wollen. Die erste Ableitung lenkt unseren Blick auf diese staatlichen Lehrkräfte, Frau Finger, RU-Lehrkräfte sind Kirche. Das ist ein Zitat von einer staatlichen Lehrkraft und über die wollen wir nachdenken, über den Kontakt zu diesen staatlichen Lehrkräften. Ja, auf die Person kommt es immer ganz entscheidend an und das ist beim Religionsunterricht nicht anders als in anderen Settings unterrichtlicher wie außerunterrichtlicher Art. Und wir wollen jetzt ein bisschen schauen aus religionspädagogischer Perspektive, was passiert denn da eigentlich im Religionsunterricht, welche Rolle haben denn eigentlich die Lehrkräfte? Und da ist ganz klar, dass der Beziehungsebene, also dem Geschehen in der Interaktion zwischen Lehrkraft und SchülerInnen, eine ganz große Bedeutung beikommt. Sie kennen das vielleicht noch aus früheren Zeiten. Wenn eine Lehrkraft für Sie irgendwie interessant war, dann hingen Sie vielleicht an den Lippen und haben sich für Sachen begeistert. Ich selber bin da zum Beispiel zum Fotografieren und zum Entwickeln gekommen, weil ich einfach einen Physiklehrer hatte, der hat das so genial gemacht, ich wäre selber nie drauf gekommen. Der Beziehungsebene kommt eine ganz große Bedeutung zu für das Gelingen von Unterricht. Und gerade im Religionsunterricht, das gilt für jedes Fach, aber eben auch im Religionsunterricht ist es so entscheidend, dass wir Menschen dabei haben, die mit ihrer Person auch für die Sache einstehen. Denn so ist ja auch in unserer gesetzlichen Regelung, wir sprechen da vom konfessionellen Religionsunterricht. Heute gebrauchen wir oft den Begriff des positionellen Religionsunterrichts. Das heißt, es ist völlig klar, wir unterrichten aus einer bestimmten Position heraus. Ja, aus einer christlichen Perspektive hier im Religionsunterricht. Und wissen Sie, das ist ein ganz hohes Gut. Als einer, der die DDR-Schule besucht hat, weiß ich das sehr zu schätzen, dass wir in einer demokratischen Schule sind, wo Transparenz herrscht. Wo man also auch klar sieht, aha, die haben die Perspektive, von der aus sie sich der Thematik zuwenden. Und das ist nicht so eine Sache, die ich dann rausfinde heimlich, weil ich dann so weiß, aha, das könnte das sein mit dem Lehrer, sondern das ist klar und das ist ein ganz großer Pluspunkt dieses positionellen Religionsunterrichts. Er macht die eigene Position deutlich, von der aus unterrichtet wird, und zwar von vornherein eine transparente Geschichte. Entscheidend ist, dass dieser positionelle Religionsunterricht die Ausgangslage ganz klar macht, aber nicht den Endpunkt fixiert und sagt, das ist übrigens die Position, die ihr am Ende alle einzunehmen habt. Das tut er nicht, sondern er sagt, wir bieten euch Bedeutungen an. Wir sagen euch, was beispielsweise mir wichtig ist als Person oder eben auch anderen, einem größeren Zusammenhang, den Christinnen und den Christen. Und von dort aus setzen wir uns mit diesen Bedeutungen auseinander. Was macht die Lehrkraft? Sie zeigt. Ja, Sie kennen ja alle den Isenheimer Altar mit dem großen, langen Finger. Das ist im Grunde genommen auch die Aufgabe eines jeden Lehrers, einer jeden Lehrerin, zu zeigen, nicht auf andere,
und dann irgendwie abzuwerten, sondern auf die Sache, um die es geht. Ich bringe die Schülerinnen und Schüler mit etwas in Kontakt, mit dem sie vielleicht von sich aus gar nicht in Kontakt kommen wollten oder würden. Und jetzt ist es die Aufgabe der Lehrkraft, das so engagiert zu tun, das so auch ein bisschen Feuer unterm Hintern zu haben, das auch ein bisschen mit Schmackes zu tun, um Leute zu motivieren, zu sagen, okay, damit setze ich mich jetzt mal auseinander. Ich muss das gar nicht annehmen, aber ich setze mich damit auseinander. Und wie kann ich das am besten, dieses Verstehen, die Auseinandersetzung erreichen, indem wir Innenperspektiven und Außenperspektiven haben. Wir schauen also nicht nur von draußen im Modus der Information auf Religion, sondern auch von innen heraus. Sie kennen ja alle die schönen Kirchenfenster, die wir in unseren vielen schönen Kirchen haben. Von außen sind sie auch ganz imposant, aber sie sind eigentlich ein bisschen grau. In dem Moment, wo sie hineingehen in eine Kirche, dann scheinen diese Fenster auf, dann wird es hell, dann sehen sie was. Und deswegen sagen wir, auch religionspädagogisch, das ist so entscheidend für das Verstehen von Religion, dass wir nicht nur von außen im Modus der Information hängen bleiben, sondern auch die Möglichkeit geben, von innen heraus etwas wahrzunehmen. Und darauf hat ja Christian Fuhrmann auch schon hingewiesen in dem Zitat von dem von Karl-Ernst Nipko. Ja? Wir brauchen Innen- und Außenperspektiven und das ist der Job der Lehrkräfte. Und wenn die von sich aus selber noch sagen, meine Güte, wir verstehen uns übrigens auch als Teil von Kirche, wir sind Kirche, dann kann ich Ihnen eigentlich nur gratulieren und sagen, also aus der Sicht von Kirche ist das ein ziemlich gutes Ding, dass Leute sich selber damit identifizieren, auch wenn sie gar nicht hauptamtlich hier angestellt sind oder gar nicht auch nochmal in bestimmten anderen Zusammenhängen institutionell eingebunden sind. Frau Finger ist eine davon. Sie ist eine von ca. 800 staatlichen Lehrkräften, die von uns als Kirche in den letzten 30 Jahren voziert wurden, also mit einer kirchlichen Bevollmächtigung Religion erteilen. Die Anzahl der staatlichen Lehrkräfte, die nimmt von Jahr zu Jahr zu. Jedes Jahr kommen 50 bis 70 neue, meist junge staatliche Lehrkräfte dazu. 50 bis 70 Religionslehrkräfte laden wir nach ihrer Ausbildung zum Vokationskurs ein oder zu Vokationskursen ein. Es finden zwischen 4 und 5 jedes Jahr statt in Neudietendorf und Trübeck. In diesen Vokationskursen kommen wir mit ihnen in Kontakt. Wir stellen uns als Kirche vor, wir sagen ihnen, was wir gerne für sie tun wollen, wie wir sie unterstützen können. Wir versuchen, eine Beziehung herzustellen im Vokationsgottesdienst. Am Ende dieses Kurses erhalten sie dann ihre Vokation. Die Regionalbischöfinnen und Bischöfe segnen die Lehrerinnen und Lehrer für ihren Dienst in der Schule. Im Kern, sage ich immer, ist die Vokation eine Vertrauenserklärung. Also wir sagen Ja zueinander. Wir Kirche sprechen einen Dank aus, wir versprechen ihnen aber auch etwas und wir erwarten auch was. Und dazu sagen die Lehrerinnen und Lehrer Ja, ja, mit Gottes Hilfe, das wollen wir so. Also, was haben wir Frau Finger versprochen? Wir versprechen Ihnen, sie in theologischer, pädagogischer und persönlicher Hinsicht zu beraten und Ihnen bei der Ausübung Ihrer Tätigkeit auch durch die Gemeinden zu helfen. Wir sagen Ihnen zu, Ihren Rat zu hören und zu bedenken. Wir brauchen Ihr Engagement und Ihre Hinweise. Darum bitten wir Sie, Ihre Erfahrung uns und den Gemeinden weiterzugeben. Mit diesem Hintergrund und mit dieser Erfahrung haben wir uns gefragt, wie halten wir eigentlich dieses Versprechen als Kirche ein? Die meisten der staatlichen Religionslehrerinnen sind der Kirche hoch verbunden. Ich könnte Ihnen ganz viel erzählen über die Gründe, warum Sie dieses Fach gewählt haben. Und es ist ganz selten so, dass das nur Zufall ist, sondern Sie haben sich sehr bewusst dafür entschieden. Von diesen Religionslehrerinnen und Lehrern lebt der Religionsunterricht.
Und wir fragen danach, wie wir diese Beziehung, die wir in den Vokationskursen knüpfen, wie wir diese Beziehung und diese Verbindung auch nach der Vokation leben und gestalten können und wie wir unser Versprechen auch einhalten können. Darüber, das können Sie sich jetzt schon merken, denken wir in der Arbeitsgruppe 1 nach. Der zweite Blick oder die zweite Ableitung lenkt unseren Blick auf die Beziehung zwischen dem Religionsunterricht und der Gemeindepädagogik. Ja, Bildungsfragen, Lehren und Lernen, wie Christian Fuhrmann ganz am Anfang ausgeführt hat, sind ja nicht nur in der Schule eingesperrt, sondern es gibt auch andere Bereiche, wo gelehrt und wo gelernt wird. Ein ganz wesentlicher Feld ist ja auch die Gemeinde. Und da gibt es natürlich immer so ein bisschen, na nicht immer, aber manchmal, gerade zum Anfang, als die Frage war, wollen wir den Religionsunterricht nur einführen, war die Frage, Mensch, wie ist denn das mit unserer eigenen gemeindepädagogischen Arbeit? Setzen wir die irgendwie herab? Wird die irgendwie an den Rand gedrängt durch diese Möglichkeit in der Schule? Das heißt, diese Thematik beschäftigt uns ja schon seit reichlich 30 Jahren. Zwischendrin ist mal ein bisschen ruhiger geworden, aber vor 30 Jahren war richtig Musik in dieser Frage mit drin. Und wir haben jetzt aber einiges gelernt, nämlich es geht hier nicht um Konkurrenz, sondern um ein Miteinander, und zwar um ein Miteinander, wo wir sagen, wir haben in beiden Räumen, in beiden Lernorten unterschiedliche Möglichkeiten, wir haben aber auch Begrenzung. Wir haben Möglichkeiten in der Schule, denken Sie nochmal an die Zahl 70.000 Schülerinnen und Schüler, die wir wöchentlich erreichen. Das ist eine riesen Hausnummer. Ja, wir haben ungefähr 4.000, 5.000 Konfirmandinnen und Konfirmanden. Ich will das jetzt nicht entgegensetzen, nur ein bisschen einordnen, dass Sie einfach ein Gespür kriegen für diese Möglichkeiten des Lernorts Schule. Und zugleich haben wir Begrenzung. Schule ein Ort, der streng getaktet ist, wo es auch um Leistungsbewertung geht, wo Leute auch sich nicht das so aussuchen können, ob sie da sind. Gemeinde eher ein Ort, wo Freiwilligkeit herrscht, wo wir manchmal vielleicht auch bestimmte Möglichkeiten gar nicht so richtig ausschöpfen, weil wir keinen Leistungsdruck haben. Also Sie merken, beides hat Chancen, beides hat Grenzen, aber es geht nicht um Konkurrenz, sondern um ein Miteinander. Und die Frage ist doch, sind wir sehr auf uns selber, auf den eigenen Laden konzentriert oder gucken wir auf die Heranwachsenden, für die die Schule ein ganz wichtiger Lebensort ist? Das ist ja für die verpflichtend, die können sich das nicht aussuchen, sondern sie sind mindestens 7, 8, manchmal bis zu 9 Stunden in der Schule, bevor sie dann vielleicht auch in der Gemeinde auftauchen. Haben wir das im Blick? Haben wir das im Blick, was sie da lernen, zum Beispiel auch im Religionsunterricht? Nehmen wir das wahr? Und die Frage ist, gucken wir auf diese Schulen mit den Möglichkeiten des Religionsunterrichts oder auch nehmen wir wahr, an welchen Schulen überhaupt kein Religionsunterricht ist. Und das ist gar nicht so wenig. In Thüringen sind es 15% der Grundschulen, in Sachsen-Anhalt 35% der Grundschulen, an denen kein Religionsunterricht da ist. Nehmen wir das wahr? Wie ist denn das an den Regelschulen, an den weiterführenden Schulen? Wie ist das? Ist Kirche das gleichgültig? Und Sie merken schon, wenn ich so frage, möchte ich Sie dafür gewinnen, dass Sie sagen, nein, uns ist das nicht gleichgültig. Warum? Weil uns die Kinder und Jugendlichen nicht gleichgültig sind, die genau diesen Ort ja besuchen, die in ihm ja leben und unterrichtet werden. Und wir merken mit Blick auf unsere eigene Fakultät, theologische Fakultät, ich habe da mal so eine Umfrage gemacht an Studierende des ersten Semesters, wie seid ihr überhaupt drauf gekommen? Und wir waren total überrascht, dass der Faktor Religionsunterricht und erlebte, überzeugende Lehrkraft ein ganz wesentlicher ist für die Entscheidung, Theologie zu studieren. Wir haben Studierende, die keinen Kontakt hatten zur Gemeinde. Warum? Weil sie aus nicht-christlichen Familien kommen, die aber über den Religionsunterricht ein Interesse an der Thematik entwickelt haben und gesagt haben, okay, das wollen wir jetzt studieren. Also, Religionsunterricht ist ein ganz wichtiger Ort der Begegnung und oftmals der Erstbegegnung mit Religion. Das ist schon mal sehr spannend. Und wenn das eben nicht eingerichtet ist, dann sage ich ganz klar, darf es Kirche nicht egal sein, sondern dann ist
fehlt nämlich genau diese Möglichkeit der Begegnung und auch der Erstbegegnung, weil sie ja nicht automatisch in den Gemeinden aufkreuzen und sie wissen das viel besser als ich, wie das bei ihnen vor Ort aussieht. So, nun sehen Sie da oben dieses kleine Kästchen an der Ecke und Sie sagen sich, also ein typisches Professorenkästchen, jetzt gehen wir da mal mit der Lupe ran und machen das ein bisschen größer. Ne, ist doch klar, damit auch alle die jetzt so ein bisschen kurzsichtiger sind, sagen, okay, das können wir erkennen. Das zeige ich meinen Studierenden auch in der Vorlesung. Was ist der Sinn der Übung? Also, das eine ist, in der Mitte stehen die Lernenden. Und zwar die Lernenden, die selber sich die Welt erschließen. Das heißt, sie Konstrukteure ihrer Wirklichkeitswahrnehmung sind und die sich dabei entwickeln. Sie sind im Zentrum. Und sie besuchen unterschiedliche Orte, an denen gelernt wird. Die Familie ist ganz wichtig, da wachsen sie sozusagen auf, können sich nicht aussuchen. Da kriegen sie sozusagen ganz entscheidende Prägung schon mal mit der sie die Welt wahrnehmen. Dann besuchen sie die Schule, da können sie sich gar nicht aussuchen, ob sie die besuchen, sondern die ist verpflichtend. Und vielleicht besuchen sie auch noch kirchengemeindliche Angebote. Dazwischen gibt es andere Lernorte, wie zum Beispiel die Gruppe der Gleichaltrigen. Aber die institutionellen Orte sind Familie, Schule, Gemeinde. Die Medien sind auch ganz wichtig. Warum zeige ich Ihnen das? Um Ihnen zu verdeutlichen, wenn wir auf die Kinder und Jugendlichen schauen, dann ist diese künstliche Entgegensetzung von Schule und Gemeinde, die ist da gar nicht so da. Weil nämlich die Jugendlichen, wenn sie denn in unseren Gemeinden sind, ja auch die Schule besuchen und auch aus einer Familie stammen. Das heißt, die verbinden alle diese Lernorte miteinander. Und deswegen ist der Blick so wichtig von Kirche für Schule. Ich hoffe, dass ich Sie jetzt ein bisschen angeheizt habe, dass ich Sie mitnehmen konnte in dieser Thematik. Auch den Bruder Große, der gerade noch ein bisschen grinst. Aber ich hoffe, dass er gleich soweit ist. Ja, ach super. Also, Sie merken, Bruder Große, stimmt schon mal zu. Also, das wollte ich schon mal festhalten hier, aber ich gehe jetzt nicht die Reihe durch. Und ich frage jetzt, wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt mal auf die Schulen schauen, wo kein Religionsunterricht ist? Und ich überlege, Mensch, wie wäre es, wenn Kirche sich als, nicht als stationäre, sondern als ambulante Kirche versteht, sich auf den Weg macht mit mobilen Angeboten und sagt, okay, gehen wir doch mal vor allem an die Orte, wo es keinen Religionsunterricht gibt, mit einem Angebot an Schule. Zu sagen, liebe Schule, ihr habt richtig Stress. Ihr habt nämlich viele Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt ausfallen. Ihr habt vielleicht ein Ganztagsangebot, was ihr gar nicht so füllen könnt oder manchmal das schwierig ist. Wir kommen mit einem Angebot für euch. Und ihr könnt entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. Also eine mobile Kirche, die Christentum, und ich habe Christentümer gesprochen, weil es Christentum nicht nur im Singular gibt, bekannt macht. Die das also vor Augen führt. Und sowas wäre eine Sache, wissen Sie, die auch dann gleichzeitig den Blick über den eigenen Tellerrand weitet und dann nach Kooperationspartnern suchen ließe, mit denen gemeinsam man so ein mobiles Angebot machen könnte. Und ich sage Ihnen, das Schöne dabei der Sache ist, dass davon nicht nur die Kirchen profitieren, gehen wir mal kurz zurück, das war eins zu viel, sondern auch die Schule. Und das ist der Schlüssel. Es muss etwas sein, wovon beide profitieren. Und so ein mobiles Angebot, wir werden dann auch ein bisschen was davon hören, uns beschäftigen, das wäre so eine Möglichkeit. Nicht etwas, was man dem Religionsunterricht entgegensetzt, sondern etwas, wo es eben keinen gibt, zu sagen, so ein Projekttag, vielleicht sogar mehrere Projekttage, das wäre doch was, was wir gestalten können, wo man sich damit in Verbindung setzt, wo man das kennenlernen kann. Wir haben das gestern schon gehört und wir haben das auch erlebt. Ich glaube, das war gestern in Sonneberg. Jetzt muss ich gerade hier gucken, weil es war bei eurem Bericht. Die Christenlehre, die in der Hortzeit stattfindet, zum Beispiel. In Hildburghausen war das, genau. Es gibt viele solcher Beispiele. Ich weiß, dass die Jugendkirche in Mühlhausen Angebote für Schulklassen macht und diese Situation, die Michael Domsken gerade beschrieben hat, die Situation im säkularen ländlichen Raum im Mansfeld, wo es inzwischen viele Grundschulen gibt, die keinen Religionsunterricht haben und gleichzeitig aber auch ein zurückgehendes Angebot an Gemeindepädagogik. Das war der Ausgangspunkt für die Entscheidung der mobilen Kinder- und Jugendkirche im Kirchenkreis Eisleben und Sömmerda. Und diese Erfahrung, das, was wir da erlebt haben und vor allem
dieses Engagement dieser Menschen dort vor Ort und auch der Eindruck, der entstanden ist, dass Kirche als ein stabilisierendes Angebot in der vorhin beschriebenen Notsituation wahrgenommen wird und dass Kirche da ein großes Ansehen genießt und auch eine Chance hat, das hat uns dazu veranlasst, die zweite Ableitung so zu schreiben und zu verfassen. Gemeinde und Schule sind gleichwertige Orte religiöser Bildung. Zukünftig sollen Religionsunterricht und gemeindepädagogische Arbeit stärker voneinander profitieren. Mit dieser Fragestellung beschäftigen wir uns dann in der zweiten Arbeitsgruppe. Davon gibt es zwei. Ja, und die dritte Ableitung, die lenkt jetzt den Blick auf den Fahrdienst. Vielleicht sagen Sie sich, oh Mann, nicht noch mehr. Mensch, die Pfarrerinnen und Pfarrer haben schon so viel zu tun, jetzt kommen wir auch noch mit dem Religionsunterricht. Leute, und manchmal haben wir so eine Denkhilfe, da sagen wir, was sind die Kernaufgaben und was ist das andere? Das ist so ein hilfloser Versuch, irgendwie was zu hierarchisieren. Dabei wird manchmal so ein bisschen allerdings etwas Schwieriges betrieben, nämlich es wird außer Acht gelassen, dass dieses Lehren und Lernen, von dem Christian Fuhrmann ganz zum Anfang gesprochen hat, ja Kernaufgabe ist. Und deswegen möchte ich Sie dazu gewinnen für ein neue Sichtweise auf die Dinge. Ich möchte nicht fragen, oh Mann, ist das nicht viel zu viel, wenn wir jetzt unsere Pfarrerinnen und Pfarrer auch noch den Religionsunterricht näher ans Herz legen, sondern ich möchte anders fragen. Ich möchte sagen, kann sich das Kirche heute überhaupt noch leisten, den Lernort Schule nicht zu beachten? Kann sie sich das noch leisten? Können wir uns diese Arroganz noch leisten? Und ich erinnere nochmal an das, was wir schon gesagt haben, an die 61.000, und wenn wir noch die Sachsen dazu nehmen und Brandenburg, dann kommen wir noch ein bisschen auf 70, ist doch egal, und anhaltische Kirche. Aber das ist eine Riesenhausnummer, das ist ein Riesenpotenzial. Können wir uns das leisten, den RU aus dem Fahrdienst heraus nicht stärker in den Blick zu nehmen? Wir haben im Blick, ich habe das schon gesagt, Schule ist die letzte Zwangsinstitution in Deutschland. Das heißt, Sie können sich das nicht aussuchen. In anderen Ländern haben Sie die Möglichkeit des Homeschooling. In den Vereinigten Staaten können Sie Ihre Kinder zu Hause erziehen. Die müssen nur eine Prüfung ablegen und dann gilt das als Schulbildung. Die Möglichkeit haben wir nicht. Dafür hat der Gesetzgeber aber bei uns etwas eingeführt, nämlich dass das Elternrecht sehr stark ist. Das heißt, die Eltern sind ganz wichtig für schulische Bildung insgesamt. Und die sind sehr genau zu hören. Das ist wichtig, sich vor Augen zu führen. Und ich gebe mal eine ganz kurze nochmal historische Erinnerung. Wenn wir uns die Kirchen in der DDR anschauen, dann wissen Sie ja, da war lange Zeit eine große Entgegensetzung aufgrund schwerer Übergriffe des Staates gegen die Kirchen. Aber in den 80er Jahren haben die Kirchen, die evangelischen Kirchen, umgedacht in der DDR. Sie haben nämlich gesagt, wenn wir wirklich Kinder begleiten wollen und Jugendliche, dann können wir diesen Ort Schule, an dem die sich ja befinden und an dem sie sich auch nicht aussuchen können, ob sie sich da befinden, nicht außer Acht lassen. Und sie haben gemerkt, wir müssen uns auf Schule einlassen und die DDR-Kirchen haben etwas völlig Unerhörtes gemacht. Sie haben eine Schulbuchanalyse gemacht. Es gibt sogar eine kleine Umfrage, dass man Schüler gefragt hat, was würdet ihr denn halten zum Religionsunterricht? Ich habe mir das damals alles mal näher angeschaut für meine Dissertation. Also das ist doch spannend, dass die Kirchen, die damals in dieser starken Entgegensetzung leben mussten, dass die gemerkt haben, aber wir können nicht so tun, als ob die Schule nicht ein wichtiger Faktor für die Kinder und Jugendlichen wäre. Und aus unserer heutigen Situation gilt das umso mehr. Schule ist ja Teil des öffentlichen Raumes. Schule ist Teil des Gemeinwesens. Und ich denke jetzt mal zum Beispiel an die kirchlichen MitarbeiterInnen, die in den Schulen sind. Das sind auch Brückenbauer ins Gemeinwesen. Denn sie bringen noch einmal die Perspektive einer anderen Institution mit hinein und können was eintragen. Ich halte das für nicht nur für eine Notlösung, ich halte das für beide Seiten für eine gewinnbringende Möglichkeit der Bezugnahme aufeinander. Die Kirchen haben hier die Chance, öffentlich wirksam zu werden. Das heißt, Schule und Gesellschaft wie auch die Heranwachsenden zu unterstützen. Und das ist dann sowieso der Modus. Es geht um Unterstützung. Und dabei
müssen wir aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Man könnte sagen, ah, super, Schule, haben wir jetzt die Möglichkeit, jetzt volle Missionskeule hinein. Das ist problematisch. Sondern Schule, es geht darum, um das Verstehen von Religion. Dass ich Religion verstehe. Dass ich weiß, was es eigentlich ist. Und dass ich vielleicht, oder dass ich möglichst ermutigt werde und befähigt werde, eine eigene Positionierung zu finden. Und das dann aber auch auszuhalten, wenn es eine ist, die sich vielleicht distanziert oder die sich zurückhaltend oder ganz dagegen entscheidet. Entscheidend ist, dass so eine Positionierung nur geht, wenn wir das ganze Ergebnis offen gestalten. Weil nämlich auch Lernprozesse unverfügbar sind. Da kommen übrigens Religion und Bildung ganz nah aneinander. Beides ist unverfügbar. Wir können nicht hineinregieren in die Köpfe. Niemand kann das, Gott sei Dank. Aber wir können ein Angebot machen zur eigenen Positionierung. Und das ist der Job des Religionsunterrichts. Und das kann Schule ganz gut. Und letztlich geht es darum, beispielsweise auch im schulischen Religionsunterricht, Verstehenshindernisse zu thematisieren und, wenn es denn möglich ist, sie aus dem Weg zu räumen. Also, vielleicht sagen Sie sich, naja, das ist nicht ganz schlecht, vielleicht genügt es mir nicht, ich würde gern mehr, aber ich würde sagen, das ist das Einzige, was wir pädagogisch verantwortet sagen können. Und das wäre schon verflixt viel, wenn wir das erreichen können, ein Verstehen von Religion. Der Job eines Religionslehrenden, einer Religionslehrerin, eines Religionslehrers, und da greife ich auf eine schon oft benutzte Formulierung von Fulbert Stefensky beim Kollegen aus Hamburg zurück. Es ist, lehren heißt zeigen, was man liebt. Etwas zum Ausdruck bringen. Und dadurch eben eine Auseinandersetzung, eine Resonanz auf Seiten der Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen und diese Resonanz aber dann freizugeben. Und das ist einer der schönsten Jobs und ich sage Ihnen, das würde ich ungern jetzt den Pfarrerinnen und Pfarrern irgendwie vorenthalten. Das war jetzt eine schöne Werberede. Nochmal ganz kurz auf die Heranwachsenden, die Kinder und Jugendlichen, um die geht es. Im aktuellen Schuljahr erhalten mindestens 2000 Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene keinen Religionsunterricht, obwohl sie sich dafür angemeldet haben. Dabei sind nicht die, die sich gar nicht anmelden können, weil es das Fach eben nicht gibt an der Schule, was ich vorhin erzählt habe. Diese Tatsache hat uns dazu geführt, zu dieser dritten Ableitung geführt. Wir wünschen uns, dass der Religionsunterricht auch zu den Kernaufgaben von Pfarrerinnen und Pfarrern gehört, bei allem Problematischen, was wir wissen und was in der derzeitigen Situation ja jetzt auch während der Synode schon zur Sprache kam. Wenn wir Pfarrerinnen und Pfarrer nicht ansprechen können, vielleicht mit 2 oder 4 Stunden auch in den Religionsunterricht zu gehen, dann werden wir perspektivisch noch weniger Religionsunterricht abdecken oder anbieten können. Das ist einfach eine Tatsache, der wir uns auch stellen müssen. Und wir müssen dann auch noch mehr Stunden wieder zurückgeben. Sie finden in der Broschüre so eine Tabelle, wo das ganz deutlich zu sehen ist, wie viele Stunden in jedem Bereich sozusagen uns gegeben werden als Kirche, wo wir dann sagen, können wir leider nicht bedienen.